Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 21 Karriere mit Villarreal. Rein geht's in einen ereignisreichen Monat April mit Liga, mit Europa League, mit dem Pokalfinale gegen Barcelona. Heute der Start gegen Valencia, den letzten Part müsst ihr euch einfach nochmal geben, mehr dazu sage ich gar nicht, ich sag nur Gerard Moreno ist ein gutes Stichwort. Jetzt starten wir rein gegen Valencia, die Mannschaft werden wir ein bisschen umstellen, B11 ist hier das Stichwort und dann, ja, starten wir rein, auf geht's. Im verregneten Estadio Mestalla, ich glaube so heißt das, Sempre Amunt, hinten auf dem Banner drauf. Ja, es ist das Estadio Mestalla, schönes Stadion, in der Champions League auch immer sehr schön anzusehen und ja, dann gehen wir heute rein und wollen natürlich dieses Schützenfest gegen Celta Vigo vergolden. Gerard Moreno ist ja hier das Stichwort oder der Mann, der hier angesprochen werden muss, der heute mal nicht spielt, der heute mal eine Pause bekommt, da er gegen Leicester wieder fit sein soll. Und ja, vamos, würde ich sagen. Auf geht's gegen die Fledermäuse. Die natürlich auch mit einigen Stars, jungen Talenten wie Rakitić, Gaia, Gedes gespickt sind, Gabriel Paulista in der Innenverteidigung, auch nicht zu vergessen, Manu Vallejo, auch ein kleiner, quirliger Mann. Also es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein und ich hoffe mal, dass wir diesen Schwung mitnehmen aus dem Celta Vigo-Spiel. Und dann hoffe ich, ja, dass hier heute ein Sieg bei rumspringt, denn wir müssen oben dran bleiben. Trigueros, erste Chance. In Samé Capoe oben, Gaspar läuft mit, ah, so eine halbe A- und B-Elf. Chukwueze zum Beispiel ist drin, Caleb Goodman ist drin, der darf auch mal wieder ran, Pedraza ist in der, auf der linken Seite, Etienne Capoe, Ndika darf aber spielen, Pau Torres, also die gewohnte Innenverteidigung. Ja, und dann bin ich sehr gespannt, wie es Valencia macht. Die spielen in einem 4-4-2, wie offensiv, wie defensiv sie es angehen. Und das letzte Spiel, wer das noch nicht gesehen hat, der muss sich das echt... Der switcht jetzt kurz rüber, guckt sich das Spiel an und dann steigt er hier wieder ein in der 10. Minute. Das war echt ein Traum, was es so, glaube ich, nicht mehr geben wird in meiner Karriere. Chukwueze mit der ersten richtigen Chance nach 10 Minuten. Sehr, sehr schön gemacht. Einmal rübergezogen und dann mit seinem starken linken Fuß und Jome. Oh, wäre der da noch rangekommen? Wahrscheinlich. Oder Jome, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Im Tor. Da ist dann auch jeder Ball reingegangen. Rechts, links, Dropkick. Langes Eck. 6 Tore hat er gemacht, Gerard Moreno. Ein 7. war ihm leider nicht gegönnt. Das hat dann Ndika übernommen. Ja, aber im April haben wir jetzt alle 2-3 Tage Spiele. Europa League, Pokalfinale gegen Barcelona mal so zwischendurch. Also wir können auch schon den ersten Titel holen hier im Monat. Und wir sind auch schon am, ich glaube, 29. Spieltag. Also so viele Ligaspiele sind es auch nicht mehr. Und dann sehen wir ja, ob es gereicht hat. Wir müssen ja noch gegen Atletico spielen, also da den direkten Vergleich wettmachen. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt ist die Gegenwart und die heißt Valencia. Asensio ist ein ruhiger Beginn hier. Eine Chance haben wir schon von Chukwueze. Die hätte auch gut und gerne reingehen können, aber bleibt ja nicht die letzte. So, Pedraza und Caleb Goodman. Mal gucken, mit seiner 61er Stärke, der ist aber schnell. Sehen wir ja, Geschwindigkeit hat er, Flanke ist leider noch nicht so sein Ding. Da muss er halt noch zulegen, aber er hat eine 61. Ist natürlich auch kein Vergleich zu Rainer, der schon ein bisschen weiter ist, der schon eine 69, glaube ich, hat. Der schon viermal getroffen hat in der Liga. Der auch schon, ja, von der Technik einfach, der hat 5 Sterne Skill, 4 Sterne schwacher Fuß, der ist halt einfach schon ein bisschen weiter, aber das ist ja egal. Chukwueze, nächster Angriff rollt und jetzt in Samé, wenn er sich fallen lässt, da ist er, aber kommt nicht ran. Tja, und dann Valencia, wie schnell schalten sie um? 2 Mann bleiben immer vorne und die Mittelfeldspieler, die Außenbahnspieler schalten sich dann auch immer wieder schnell nach vorne ein. Und dann müssen wir natürlich aufpassen, guter Ball hinter die Abwehr, da ist Castrovilli, Pfosten und Castrovilli zum zweiten und Pau Torres. Stark, boah, da hatten wir Glück. Erste richtig große Chance, auch für Valencia. Andere Seite, Reina, Chukwueze, jetzt geht sie hin und her. Stark, schönes Spiel, schnell, Chancen auf beiden Seiten, das ist das, was ich sehen will. Aber auch mal wieder ein Freischuss, ich kriege einfach keinen Freischuss gezogen. Und das darf ich halt nicht machen, ich darf halt nicht mit den Verteidigern irgendwie blind rausrücken, weil solche Pässe sind mal schnell gespielt hinter die Abwehr. Oben auch schon wieder aufgepasst, Rakitić. Manu Vallejo. Und Trigueros, der sich jetzt auch mal mit nach hinten
Ja, einschaltet, machen es breit. Die Sechser rücken nach und somit haben wir, oh, Stellungsschwierigkeiten. Gerade gesehen bei der Chance von Castro Willi. Aber wenn wir dann schnell umschalten, dann haben die auch Probleme. Pedraza, wieder Caleb Goodman. Ja, der Castro Willi ist auch nicht langsam. Und da sieht man halt die fehlende Technik. Das ist halt bei so Leuten, die sind halt meistens entweder schnell, entweder können sie gut schießen. Die können meistens nicht alles gleichzeitig gut, sondern in einem Bereich sind sie dann stark. Ne? Entweder sind sie schnell, gute Technik. Und bei Goodman ist halt die Schnelligkeit auf jeden Fall vorhanden. So, Rakic, oh, Fehler von Pau Torres, aber der holt ihn sich wieder. Ja, 0-0, interessantes Spiel. Auch wenn auch keine Tore gefallen sind, Chancen gab es schon. Heikle Szenen, Pfostenschuss, Schuss knapp übers Gehäuse. Und ein Insame, der sich jetzt mal fallen lässt mit Pedraza. So, wo ist Insame? Der muss jetzt in den Strafraum. Warum geht er da nicht hin? Insame mal mit der Seite. Ja, schöner Schuss, aber der muss ins Zentrum. Der ist zwar nicht so groß wie Onuachu, aber der kann auch mal ein Kopfballduell gewinnen oder einen Ball festmachen. Müssen jetzt mal hier ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen, auf Hochtouren. Sechsten Gang einschalten, die Abwehr in Bewegung bringen. So, dann haben sie nämlich Lücken. Da ist Insame, aber abseits. Schön und gut, schnell gespielt. Auf Abseits müssen sie selber gucken, da kann ich nicht auch noch drauf gucken. Das müssen sie dann schon von alleine machen. Apropos Abseits, Ndika ist da. Valencia wartet auch so ein bisschen ab, lässt zwei Stürmer halt vorne. Die anderen sind in der Defensive. Die Außenbahnspieler unterstützen die Verteidiger und somit bleibt uns halt nur die Mitte. Aber darüber können wir auch gut spielen. Trigueros, ah, schlechter Pass. Hinter die Abwehr, die klappen auch noch nicht so gut. Achtung, Jo, was macht er? Er ja, kann den Ball nur ins Aushauen. Die Folgen des richtig guten Offensivpressings von uns. So, dann sind es noch 2 Minuten bis zur Pause. Und ich bin am Überlegen, ob ich auch so eine Art 4-4-2 wieder einstelle oder 4-2-2. 4-2-2-2 haben wir auch als Formation. Dann wäre halt die Mitte wieder ein bisschen offen. Aber eigentlich funktioniert das ja auch ganz gut. Insame lässt sich immer mal wieder fallen und dann entstehen eigentlich dahinter Lücken, wo ein Goodman zum Beispiel mal reinstechen könnte. Also 0-0. Nach wie vor sehr interessant, sehr spannend. Wir müssen eigentlich gewinnen, weil ich gehe davon aus, dass Atletico, die hier nicht gelistet sind, auch ihre Spiele gewinnen werden. Es kommt halt wirklich aufs direkte Duell an. Wer da dann als Sieger hervorgeht, da lege ich mich fest, der wird dann auch Meister. Es sei denn, ne, wenn Atletico gewinnen sollte, dass die nochmal irgendwo federn lassen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Mal gucken, was FIFA noch so vorbereitet hat. Da gab es ja auch letztens wieder ein Update. Der 17. Patch oder 18. Patch, weiß ich nicht, wurden auch wieder ein paar Kleinigkeiten verbessert. Jetzt beginnt wieder so der Teufelskreis. Weißt du, in FIFA 22 kommt, soll wohl im September rauskommen, Anfang September, Anfang Mitte September. Die ersten Leaks sind schon draußen, der Hype ist wieder da, dann ist das Spiel draußen. Dann ist es 2-3 Wochen spielbar oder ein Monat bis zur ersten Weekend League. Dann sind bis dahin schon die ersten Patches wieder draußen. Server sind nach wie vor schlecht, nichts Neues mit dazugekommen. FIFA 21 DLC 2.0 wahrscheinlich. Tja, die ersten Events und so weiter und so fort. Und dann, ja, wartet man wieder auf FIFA 23 und man hofft dann wieder. Ja, aber irgendwann muss dem Ganzen auch mal ein Riegel vorgeschoben werden. Ich werde auch wieder sachtig rangehen an die Sache, wie jedes Jahr. Vielleicht habe ich mich in, oh, warte, ganz kurz, in Samé. Schauen wir mal, ob daraus was wird, Chukwueze. Ah, kommen wir noch nicht rein. Wir kriegen den nicht ins Spiel, bis auf die eine Chance. Ist da leider noch nicht so viel. Naja, was wollte ich sagen? Genau, also ich werde auch wieder sachtig rangehen. Ich werde mir das erstmal angucken, die neuen Sachen. Ich werde es erstmal austesten. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlecht, aber das sage ich irgendwie die letzten Jahre immer wieder. Man wird halt immer wieder aufs Neue enttäuscht. Und irgendwann verstehe ich es auch nicht mehr, was da für Leute arbeiten, was die sich denken, ob die es selber nicht merken, ob die nicht mal selber die Kommentare lesen von anderen aus der FIFA-Community. Mario Gaspar möchte sich mal kurz dazwischen schieben. 57. Minute, da ist es. 1-0. Sehr, sehr gut gemacht. Das zum Thema hinter die Abwehr kommen. Die tiefen Läufe wagen. Unsere Außenverteidiger in dem Fall. Hier, schön gemacht. Da schleicht er sich da vorne und dann ins lange Eck. Vorbei an Jom.
Und der macht das 1-0. Sehr schön. Erstes Tor von Mario Gaspar. Gol de Villarreal. Ja. Aber was will man machen, ne? Jetzt ist ein neuer Spielmodus auch angekündigt. Also Stand der Aufnahme ist ein neuer Spielmodus angekündigt. Ikonen geleakt, Stadiennamen. Beginnt halt, ja, jedes Jahr aufs Neue, so um die Zeit. FIFA News Season. Mal gucken, was Dico für Nachrichten rausbringt. Wann die neue Engine rauskommt, ob die auch für den PC verfügbar ist, etc. Das sind so alles Fragen, die jetzt so innerhalb der nächsten Monate und Wochen dann geklärt werden. Spätestens, glaube ich, wenn auf der EA Play so der erste Trailer rauskommt, die ersten Szenen, die ersten Neuigkeiten vielleicht, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was in der Community wieder diskutiert wird. So, Chukwueze, jetzt hat er mal Platz. Das sind doch seine Situationen. Zum ersten abgefälscht, nochmal Gaspar. Der zieht heute durch. Und jetzt am zweiten Pfosten vielleicht Reyna oder Trigueros. Wechseln wir mal Gomez rein für Goodman. Der braucht halt noch ein bisschen. Das wäre so ein klassischer Fall für eine Laie. Ah, Patrick Cutrone kommt rein. Ne, Goodman müsste halt woanders ein bisschen Spielpraxis sammeln. Vielleicht in der zweiten, dritten Liga. Das wäre, glaube ich, für ihn ganz gut. Ja, und dann ist das Spiel so ein bisschen abgeflacht. Also von Valencia kommt auch nicht mehr viel. Und wir machen halt das Nötigste. Ne? Wir sind das berühmte Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss. Aber noch ist es nicht vorbei. Ihr wisst, wie schnell das gehen kann in FIFA. Nächstes Spiel ist schon angekündigt. 8. April gegen Leicester. Europa League Hinspiel. Ich bin sehr, sehr gespannt. Viertelfinale. Warten ein paar sehr interessante Duelle. Unter anderem glaube ich auch, war das Manu gegen Arsenal? Irgendein Spitzenspiel gab es da auch noch. Ich glaube sogar, oder war es Sevilla gegen Sociedad? Weiß ich gar nicht. Ist ja auch egal. Wir werden es dann sehen im nächsten Part. Ihr seid hoffentlich wieder dann live und in Farbe mit dabei. So, Kastrovili, der die, ja, bislang einzige und richtig gute Chance hatte eigentlich. Gibt nochmal einen Wechsel. Boa Santos geht da raus und das sieht nach, boah, weiß ich gar nicht, schwer zu erkennen aus. Maximiliano Gomez, okay. Naja, und wir schauen mal, was noch geht in den letzten 20 Minuten. So ein bisschen abgeflacht, bisschen Ball hin und her geschiebe, aber ich will jetzt auch nicht unnötig riskieren. Ich mache es jetzt so wie Deutschland. Ich will nicht unnötig die Bälle verlieren. Schön hinten rumspielen, langsam aufbauen. Aber zum Thema EM, DFB und Löw und so weiter, das muss eigentlich nochmal in irgendein extra Video rein. Das passt jetzt hier nicht hin. Hier würde vielleicht ein 2-0 nochmal reinpassen. Sprintboost in Sami. Ab und zu haben wir ja die Schüsse, ne? Die sind zwar auch heute nicht so zwingend. Ist alles nicht schlecht, ne? Keine Frage, der wäre auch reingegangen, aber Jom im Tor ist auch ein guter Keeper. So, Ecke, komm, von Chukwueze, Capoe. Oder oben ist er, Reyna. Und dann bauen wir hinten rum auf. Ich will gar nichts riskieren. Unten, wenn er den hinkriegt, ne, noch ein weiter. Peña und dann immer wieder die Bälle auch vorne in die Spitze. Schnell und direkt. Und dann natürlich auch im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Reyna. Peña, oh, das war schön gespielt. Und jetzt noch einmal querlegen. Super Tor. Klasse gespielt. 79. Minute, das ist die Entscheidung durch Oscar Reyna. Der mit seinem 5. Tor. Ja, ich sag schon mal, die Entscheidung hier herbeibringt. Ich glaube nicht, dass Valencia noch 2 Tore schießt. Aber das war richtig gut gespielt. Das hier, zack. Ein Doppelpass. Ihr seht, wie schnell das geht. Wie gut man da mit einer Abwehr aushebeln kann. Und Reyna dann am zweiten Pfosten steht da. Als zentraler offensiver Mittelfeldspieler schaltet sich in den Strafraum ein und Jom Domenech oder so, der kann den Ball auch nicht halten. Und 5. Tor von Oscar Reyna wird ihm gut tun. Der wird sicherlich auch nach der Sommerpause, wenn ich dann weiterspielen würde, denke ich mal mindestens bis auf eine Mitte 70 irgendwie, ich denke mal so 74, 75 aufsteigen und dann in den nächsten Jahren natürlich dann noch mehr. Das ist ein Megatalent, ein Diamant, den ich mir da geholt habe, den unser Scout gefunden hat. Von daher würden wir da noch sehr, sehr viel Freude haben an dem. So. Und vielleicht haben wir auch noch Freude in dem Spiel, weil es ist ja noch nicht vorbei. Reyna macht da gut gegen Gaia. Auch Nationalspieler von Spanien. Ein guter Mann für die linke Seite. Jom. Sind es jetzt noch 7 Minuten. Ferro, das wird es aber, denke ich, gewesen sein. Der spielt da hinten Katz und Maus. Und wir pressen weiter drauf. Schön die Außen zu. Weiter drauf, dann wissen sie gar nicht, wohin. Dann bleibt meistens nur der Ball hinten rum. Und dann vergeht die Zeit. Wir führen.
Das spielt uns alles super in die Karten. Dann haben wir das taktisch clever gemacht, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit, weil halt auch von Valencia nicht mehr so viel gekommen ist. Und jetzt haben wir ganz viel Raum. Nein, Gomez auf der linken Seite wollte ich anspielen. Aber er kriegt den da nicht hin. Er kriegt den da aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen nicht hin. Deswegen kommt jetzt nochmal Valencia über Cutrone, Gomez und Pau Torres. So holt sich den und schaltet sich gleich mit nach vorne ein. Warum nicht? Nsame jetzt 2 gegen 1. Komm, ich warte ein bisschen, bis Reyna aufschließt. Da ist er. Der kriegt den Ball und macht seinen Doppelpack. Jawohl! 3-0. Aus die Maus. Endgültig. Das war nochmal richtig gut gespielt, weil wir es verteidigt haben und weil wir den Schwung dann auch mit nach vorne nehmen und das dann auch mutig ausspielen. Hier, Nsame wartet, Reyna läuft ein und er macht das mit einer Selbstverständlichkeit, wie es im Buche steht. 6 Tore hat er, Doppelpack heute, Mann des Tages, Oscar Reyna. Und dann haben wir Valencia, ja, in der zweiten Halbzeit vor allem dann mit dem 2-0 spätestens alle Hoffnungen genommen, aber die haben auch unverständlicherweise dann aufgehört, Fußball zu spielen. Die eine Chance in der ersten Halbzeit und das war's. 3-0 Gewinn war in Valencia unterm Strich verdient, auch in der Höhe. Aber das schönste Tor war echt das zweite von Reyna. Der eine Doppelpass mit Peña und ich glaube in Nsame. Schauen wir uns gerade nochmal an. Das war echt schön gemacht hier. Das zweite Tor, das meine ich. Zack. Mit Chukwueze war es. Und dann halt einmal rüber gespielt. Dann sind einfach zu viele von uns im Strafraum. Zu wenig Valencia-Spieler. Schön. Könnte ich mir noch 10-mal angucken. Wenn das häufiger und wenn das ein bisschen flüssiger auch klappen würde in FIFA 22, das zum Beispiel, eine Neuerung. Dass solche Doppelpässe einfach ein bisschen flüssiger laufen, nicht so abgehackt, so wie in echt halt. Aber gut. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich darüber beschwert. Ich bin auch nicht der Einzige, der immer Verbesserungsvorschläge gibt. Liegt halt an EA und deren Konsorten, da mal was zu machen. Aber auch das wird sich Jahr für Jahr immer wiederholen. Leider. Wird sich auch nichts ändern. So, jetzt voller Fokus aufs Spiel gegen Leicester. Ich gucke dann gleich nochmal auf die Ligatabelle, ob unser Sieg was gebracht hat, ob wir die Tabellenführung übernommen haben oder nicht. Wie sieht es hier aus? Ach genau, Menu gegen Bayern war das. Genau, Sevilla spielt gegen Sociedad, rein spanisches Duell. United gegen Bayern ist eigentlich Champions-League-Finale oder Euroleague-Finale schon. Und Southampton gegen Arsenal. Also auf jeden Fall scheidet eine englische und spanische Mannschaft aus. Tja, und dann bin ich gespannt. Und in der Tabelle sind wir, ja, punktgleich mit Madrid, Atletico. Real ist, glaube ich, raus aus dem Rennen. Die haben 10 Punkte Rückstand. Es kommt halt auf das direkte Duell an. Wenn wir das gewinnen, wenn wir das für uns entscheiden können, dann werden wir Meister. Das Duell gibt es nämlich wahrscheinlich am letzten Spieltag. Oh, am vorletzten Spieltag. Ach du Scheiße, okay. Gehen wir mal davon aus, dass wir bis zu dem Spiel, oh Gott, gegen Real und dann Atletico, gehen wir davon aus, dass wir bis zu dem Spiel wirklich noch punktgleich sind, dann wird das echt das entscheidende Spiel. Wer das gewinnt, für sich entscheidet, wird Meister. Das würde auch rechnerisch dann gar nicht mehr gehen. Wenn Atletico gewinnt, dann sind die Meister, weil den direkten Vergleich haben sie dann gewonnen. Also bis dahin müssen wir noch fleißig Punkte sammeln. Jetzt müssen wir erstmal fleißig, ja, verteidigen vielleicht. Die 0 halten oder mindestens mal 1 schießen und die 0 halten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo. Und dann sehen wir uns gegen Leicester im Hinspiel wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.